Hallo ihr lieben Fische, wir gucken für das Kollektiv der Fische mit einer neuen Erlegung. Eine Botschaft hier jetzt und ich bin gespannt, was ich euch sagen darf. Bei euch geht es um Nachrichten, Kommunikation, Briefwechsel, Gespräche, vielleicht ja speziell auch um Verträge, Reden über Beziehungsdinge, immer wiederkehrende Gespräche kann das auch sein. Klee, wunderbar. Falls du ja auf irgendeinen Vertrag wartest, etwas Vertragliches klären musst, sieht man das in Kürze mit einem guten Ausgang. Oder falls du auch auf eine Nachricht wartest von irgendjemand oder irgendwas, sieht man das auch hier in Kürze mit einem guten Ausgang. Da kann es ganz speziell um dich und dein Gegenüber gehen. Oder wenn du Single bist, hast du hier tatsächlich die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen auf dem kurzen Weg. Hier darf ich dich auch darauf hinweisen, dass du deine Kommunikation vielleicht zu oberflächlich wählst und deshalb nicht so ganz rankommst an das, was du eigentlich möchtest. Also du darfst hier ruhig auch mal ein bisschen mehr von dir zeigen. In der Situation geht es vielleicht auch darum, einen Kontakt wieder aufzunehmen. Ich sehe hier die Maus, die nagt am Brief. Das kann auch sein, dass man irgendwo kommunikationslos ist oder dass man eben lange auf irgendetwas wartet, das über den Bereich Kommunikation geklärt werden kann, verbindlich. Falls du einen Wunschpartner hast und der meldet sich nicht, kann sich das hier sehr schön auflösen. Die lieben Krebse, was kriege ich noch? Wenn ihr, also hier geht es ja tatsächlich in der Mitte um den Brief, ne? Und speziell hier können es auch Nachrichten sein, die euch aufregen oder wo euch etwas aufregt, das nicht stattfindet, also keine Kommunikation in dem Sinn, blockierte Kommunikation, all sowas, Einmischen von außen liegt hier auch. Und wir haben hier die Blumen, also die Sache, die hier liegt, liegt mit der Sonne unten. Also die Sonne ist eh die Ja-Karte im ganzen Spiel. Und da, wo du jetzt auf etwas wartest, was lange nicht eingetroffen ist, das kann ein Brief sein, ein Gespräch, ein Vertrag, ja? Eine Sprachlosigkeit, die irgendwie sich so eingeschlichen hat oder in der Blockade war, dann kommt es hier wieder in den Fluss. Du hast hier sehr schöne Möglichkeiten zu kommunizieren, den Kontakt wieder aufzunehmen, verbindlich zu sein oder tatsächlich auch über den Schriftverkehr eine Beziehung anzuregen in irgendeiner Art und Weise. Das kann im partnerschaftlichen Bereich sein, kann aber auch dein Umfeld betreffen. Ja? Das ist hier so ein Ungleichgewicht zwischen Reden und Nichtreden. Zu viel sagen, zu wenig sagen, sich von anderen beeindrucken lassen oder sich von anderen hindern lassen, diese klassische unerwünschte Beratung. Und bei euch, ihr lieben Krebse, geht es um das 11. Haus. Das 11. Haus ist ein Haus des Elementes Luft. Da geht es speziell um eure Hoffnungen, Wünsche und Träume und um die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Also hier kommt eine leichtere Energie in alles, was sich blockiert hat oder wo du nicht mehr vielleicht auch an deine Hoffnung drangekommen bist, wo du aufgehört hast zu wünschen, zu träumen.
Das kriegt jetzt hier alles wieder einen Schub nach vorne, also es geht weiter, die Blockaden werden hier weggebissen. Und mit den Blumen hast du ein äußerst gutes Ergebnis auch noch unten dran, ne? Ihr habt hier relativ kurze Zeiträume dabei im Jetzt, ne? Ihr habt etwas verstanden, eine große Erkenntnis hat eingesetzt, die euch jetzt auch selber nach vorne bringt. Ja, die Trigger sind hier mit dabei. Das kann ein Beziehungstrigger sein. Jemand sagt irgendwas, du ärgerst dich, ziehst dich zurück, hörst auf zu reden. Oder aber auch, weil jemand anderes sich irgendwie einmischt. Guck mal, hier unten hast du die gute Nachricht. Die liegt hier in der Mitte. Sehr, sehr, sehr schön. Freut mich für dich. Was mir jetzt auch noch auffällt, das kann speziell an die Leute gehen, die mal eine Absage gekriegt haben und jetzt kommt etwas Besseres nach, egal in welchem Bereich. So, ihr habt den Löwenzahn. Der ist eine Ahnenpflanze, die tiefe Wurzeln hat. Und du darfst dir hier die Kraft aus deinen Wurzeln holen, von deinen Ahnen an sich oder auch von den Vorfahren oder von der Erde. Und hier heißt es, erde dich und fliege hoch. Mit der Pusteblume kannst du wieder aussehen, neue Samen sehen, neue Dinge manifestieren. Ja, wie schön. Das Lachen ist wichtig für dich, lieber Krebs. Du musst endlich wieder mal so richtig lachen können. Und ich glaube, hier kommt auch was, das wird dich sehr erleichtern, ne? Die gute Nachricht, eine Wende in Beziehungsdingen. Und das, was hier eine gute Nachricht ist, hat mit einer großen Chance für dich auch zu tun, ne? Hier wird sich eine Wende ergeben für etwas, was lange sehr hinderlich lief in deinem Leben oder wo es Blockaden gab, die du nicht richtig umgehen konntest. Kommt hier wieder eine Verbindlichkeit, die ich hier sehr schön finde. Was vielleicht für dich wichtig ist, lieber Krebs, ist Folgendes. Überlege dir deine Worte, also wo investierst du rein oder wo gibt es vielleicht Situationen und Gespräche, wo es nichts mehr zu sagen gibt, ne? Wo sich das nicht lohnt, wo es ein endloser Diskussionskampf ist und nichts bewegt sich. Ihr lieben Krebse, ich drücke euch bis bald.